Wir fahren jetzt gleich nach Bad Neustadt zur Deutschen Meisterschaft. Dafür müssen wir erstmal das Auto holen, weil das Auto steht ein bisschen weiter weg. Und dann packen wir dieses ganze Zeug ins Auto. Bis gleich. Let's go. Ich hoffe, es ist nicht so glatt. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Glatteis. Wir haben heute Morgen die ganze Zeit gecheckt, ob es geht, dass wir losfahren. Aber ehrlicherweise, morgen wird es auch nicht besser. Und es ist auch wieder ein bisschen entspannter geworden. Die kritische Strecke ist auch eher bei Hessen. Und da fahren wir nur kurz lang. Was denn lange? Welcome to my hood. Jetzt sind wir wenigstens noch ein paar Schritte gegangen. Wir sind echt irgendwie 10 Minuten jetzt gelaufen. Und ich weiß nicht, wo mein Auto ist. Ah, da vorne ist es. Alles safe. Wir sind fast genau im Zeitplan. Ein bisschen zu spät, aber es geht. Steig ein, Cocky. Oh, ich sehe gerade hinten ist noch mein Handtuch vom Sport. Aber müssen wir gleich rausnehmen einfach. Müsste ich noch tanken? Also geht. 500 Kilometer, aber es sind glaube ich, es sind nur 370 glaube ich nach Bad Neustadt. Das müsste eigentlich passen. Ist geil, dass die Sonne scheint. Aber sie blendet mich auch gerade. Zack. Und dann laden wir kurz ein. Dann geht's ab. Ah, das Handtuch. Oh, da kommt Tobi schon. Na? Hello. Hast du uns gesehen durch das Fenster? Yes. Oder hast du den Fussel? Geil. Wir haben nämlich oben so ein Fenster. Also man kann hier immer drauf gucken direkt. Und Tobi watcht dann manchmal so. Mein Lieblingshobby, aus dem Fenster gucken. Okay. Ah, der Schirm und so. Ja, als es regnet. Okay. Die Decke. Oh, wir haben schon seit 10 Jahren diese Scheibenwischer gekauft. Immer noch nicht dran gemacht. In der Klasse war ich beim Tigerentenclub. Und da haben die uns erklärt, im Publikum, dass wir nicht in die Kamera gucken sollen. Also ich kann auch jetzt so penetrant, kann ich auch hier so stehen und so in die Kamera. Ja, kannst du machen. Okay. Das ist mein Boyfriend. Zack. Neuer Sponsor. Erstes Turnier mit dem neuen Sponsor und natürlich Sponsor vorher immer noch dabei. So, gucken, was die Straße, was uns auf der Straße erwartet. A7 ist geschlossen. Oh, scheiße. Bevor du dich auf den Weg machst. A7 ist geschlossen. Wir kommen schon irgendwie an. Wir kommen ungefähr laut Navi um 20.30 Uhr bei Markus an. Der hat zu Hause einen Bonsini, einen Tornado und einen Leo stehen. Also alles. Und der hat so einen Kickerkeller. Ist ganz geil. Schon anderthalb Stunden on the road, bisschen über anderthalb Stunden. Es sind noch 3:20 Stunden. Wir machen gleich einen Stopp und dann Fahrerwechsel hier. Tobi fährt dann weiter. Sonst hat Quocki mir gerade den Vorbericht von Bruno vorgelesen, der auf sport.de ist. Da habe ich schon richtig Bock drauf, morgen ins Mix zu starten. Erstmal ein Päuschen. Uff. Jetzt mal gucken, was es hier so gibt. Und ein Käffchen gibt es vielleicht noch. Mal schauen. Hast du schon abgeschlossen? Nein. Doch, hab ich. Ja. Oh, Gewinnbrot. Wir haben eine kleine Pommes gewonnen. Dein Ernst? Oh Gott. Ich übernehme gar keine Verantwortung. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Jesus Christ, hier ist einfach ein anderes Wetter. Und ja, jetzt sind wir hier. Ist eigentlich ganz nett. Hier ist immer sehr ruhig. Hier, man kann sehr gut schlafen. Ich habe hier schon mal gepennt. Es ist wirklich mucksmäuschenstill. Das kennt man gar nicht aus der Stadt. Was machst du? Hey. Let's go inside. Markus weiß noch gar nicht von diesem ganzen Vlogging. Wird schon. Lass uns mal rein. Oh, kalt. Mal gucken. Es brennt noch nicht, das ist schon mal gut. Ich rufe ihn aber lieber an. Hey, wir sind da.
jetzt nicht mehr klingeln. Servus. Hallo. Nicht wundern, der Koch wie der Film. Koch wie Film? So, weißt du, ist geil, ich bin Montag im Live-TV, kann ich mal üben. Ja. Servus. Hallo Markus. Hi, ja. Grüß dich. Vielen Dank. In letzter Zeit habe ich wirklich Bock auf einen Hund. Irgendwie. Warum? Immer wenn ich Hunde sehe im Internet, dann sind sie so, so goldig. Und Katzen sind böse. Katzen, Katzen benutzen einen. Jetzt werde ich gecancelt. Das kommt 100% rein. Okay, wir sind offensichtlich angekommen. Saumüde von der Fahrt, weil es irgendwie so anstrengend war. Ja, der Plan für morgen steht auch. Und dann geht es morgen um 16 Uhr los mit der Vorrunde vom Mixed. Und um 18 Uhr ungefähr ist die K.O.-Runde. Da habe ich schon auch richtig Bock drauf. Spiel mit Daniel Sorger. Um den Zeitplan nochmal durchzugehen. Samstag spiele ich im Doppel mit Maura Pormann. Und am Sonntag Einzel. Ja. Easy peasy, lemon squeezy. Ich würde sagen, peace out. Peace out. Bis morgen. Okay. Okay, noch nicht peace out? Mein Lieblingshobby, aus dem Fenster gucken.